Was geht ab, Bros? Mein Name ist Dr. Paul und willkommen zum nächsten Part der Pokémon Smaragd Egglock. Im letzten Part haben wir das Klimainstitut gemacht und außerdem eine ganze Menge Encounter ausgebrütet. Wir können Hyperbälle kaufen. Wer das Ganze sehen will, einfach in den letzten Part reinschauen. Sind jetzt auch alle schön trainiert, so wie es sein soll. Wir können auch ein paar Hypertränke kaufen. Alle auf dem richtigen Level. Nichts Neues dabei, wir bleiben bei unserem Team. Superschütze dürfen wir auch noch welche haben. Alles klar, perfekt. Und heute geht es tatsächlich schon in die sechste Arena. Ich denke, wir sind von den Leveln ganz okay aufgestellt. Ich lasse einfach Bloopy mal vorne. Hier ist noch ein alter Mann. Die Stadt besteht aus Häusern, die auf Bäumen gebaut sind. Aufgrund dieser Lebensweise ist jeder gesund und munter. Das ist schön, das freut mich. Und denke ich mal auch verständlich. Ich habe schon letztes Mal gesagt, ich find Baumhäuser cool. Ich mag das Konzept einfach irgendwie. Ist, keine Ahnung, ist es so. So schön. Und was haltet ihr von Baumhäusern? Kann ich einfach mal fragen. Mache ich die Trainer noch nicht? Doch, komm. Machen wir. Noch ein paar Erfahrungspunkte sind sicherlich ganz gut. Ich meine auch, dass diese Arena sehr gut so ausgelegt sein kann, dass jetzt alle Pokémon entwickelt sind. Also die halt sich entwickeln können. So vom, ja, doch. Ich meine, ich habe das auf Level 40 gestellt und wenn ich jetzt hier schon das Blosel sehe auf Level 39, dann wird es wahrscheinlich so sein. Heißt, das Niveau ist auf jeden Fall auch angehoben und ich bin mal gespannt, wie wir uns da durchschlagen werden. Wie gesagt, unser Level dürfte noch in Ordnung sein und wir werden uns da schon irgendwie zurechtkämpfen. Aber es wird nicht ganz so einfach und vor allem danach wird es jetzt schwer. Also der bisherige Weg war, denke ich, ganz solide. Nicht zu einfach, ab und zu mal so ein paar Situationen, wo es knapper werden oder knapper geworden ist. Aber jetzt kommt so langsam... Ja, es ist noch so ein Mid-Game, aber wir nähern uns dem Late-Game mit langsamen Schritten. Kann man das so sagen? Nee, keine Ahnung. Wir kommen auf jeden Fall jetzt langsam in den schweren Teil des Spiels. Zumindest dieses Spiels, sag ich mal. Da ja ein paar Modifikationen dabei sind. Deswegen bin ich sehr gespannt. Und auch noch einen geilen Doppelkampf. Doppelkämpfe, vor allem nach dem Muster. Ja, die wären echt schön. Denke ich mal. Oh, du hast 6 Pokémon. Alles klar, das wird lustig. Aber machbar, denke ich. So, Surfer möchte ich eigentlich ungern benutzen. Ganz zufälligerweise. Ich mag nämlich meinen Galopper mit Flammen. Ohne Flammen ist das nicht so geil. Deswegen lassen wir das einfach mal. Eisstrahl dürfte trotzdem Schaden machen. Ne, warte mal. Ich bin ja ein Idiot. Warum sollte Eisstrahl Schaden machen? Das ist kein Boden-Pokémon, das ist ein Gesteins-Pokémon. Ja, ich bin Pokémon. Müssen uns auch noch ein bisschen genauer kennenlernen. Aber das kommt noch, das kommt noch. Ich meine, ich spiele ja Pokémon jetzt erst seit 2006 selber. Davor auch schon immer zugeschaut. Da kann das ja mal passieren, ne? So. Doppelkick auf das Makago. Ich weiß, ich hatte schon mal über meine Kindheit gequatscht. Ich glaube, ich hatte auch schon mal so über diese Zeit gequatscht, wie ich Pokémon kennengelernt habe. Angefangen hat das alles dadurch. Aber ich hoffe, ich habe es dir schon mal ins Smaragd erzählt. Ansonsten leiere ich euch jetzt einfach nochmal dasselbe vor. Aber ich meine, ich habe so genau diese Story noch nicht erzählt. Angefangen hat es damit, dass eine Bekannte oder jemand Verwandtes zumindest, meinem Bruder ein Mauzi-Plüschtier geschenkt hat. Ich glaube, das haben wir aber nicht mehr. Oder es ist das, was ich bei mir rumliegen habe. Aber ich meine, das war ein anderes. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und dadurch kam eben dieses erste Pokémon in die Familie. Und dann hat er sich halt dafür interessiert. Oder vielleicht auch andere Sachen noch gesehen. Mein Pokémon war damals halt auch extrem im Hype. Und das hat jeder gespielt, irgendwie, irgendwo. Dementsprechend, ja, ist er darauf gekommen, hat sich dann mit den Karten beschäftigt und auch mit den Spielen und hat da auch einen Gameboy bekommen und alles. Und ich habe halt immer nur zugeschaut, weil ich selber konnte in dem Alter, wie alt war ich da? 4, 5, konnte ich noch nicht lesen. Zumindest konnte ich höchstens vereinzelt irgendwelche Worte lesen, aber keine ganzen Sätze. Und habe ich jetzt gerade... Ich habe Lapras angegriffen. Come on! Muss das denn sein? Ich habe mich verdrückt.
Das macht die Doppelkämpfe noch viel dümmer. Oh. Lass doch einfach Lappas in Ruhe. Ich greife gleich einfach doch mit Surfer an. Ich greife mein eigenes Galoppe an. So ein Arsch. Aber was cool ist, man sieht hier wenigstens die Animation, wenn man sich selbst angreift. Das ist in neueren Generationen aber nicht so. Mensch, Mensch, Mensch. Richtiges Downgrade. Jedenfalls habe ich dann immer zugeschaut und als ich dann 6 geworden bin, habe ich meinen eigenen Gameboy bekommen. Mit Pokémon Smaragd. Mein Bruder musste trotzdem die meiste Zeit für mich spielen, weil ich noch nicht alles gecheckt habe. Aber trotzdem. Das war offiziell mein eigener Gameboy mit meinem eigenen Spiel und da kam dann auch immer mehr dazu. Ich glaube, ich hatte schon mal so ein bisschen andere Ansätze erzählt. Aber ja, nach dieser ganzen Zeit ist es ja, denke ich mal, verständlich, wenn ich nicht weiß, dass hier Makago gar keine Eisneutralität, sag ich mal, hat und das ein abschwächt ist, ja. Mensch, wie kann man sowas fordern, so ein Wissen? Aber hey, wir haben es trotzdem irgendwie hinbekommen, ne? Also von daher, alles coolio. Hätte ja auch freezen können. Das war eigentlich meine geheime Taktik, ja? Wollte ich jetzt nur nicht so offenkundig sagen, das ein bisschen dumm wirken lassen, aber nein. Ich bin top informiert. Kennt man doch. So. Zack. 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 Zack, zack. Zack. Okay, cool. So, Blubby, du darfst mal kurz Pause machen. Wir holen den Septen nach vorne. Kann der auch nochmal ein bisschen Work machen. Macht er ja sonst irgendwie nie. Ne? Man kennt ihn. Oh ne. Ich muss auch allgemein sagen, wir haben in diesem Projekt noch gar nicht so krass viele Verluste gehabt. Ich glaube, die Zahl liegt irgendwo bei 3, 4, 5, irgendwo um die Ecke. Das geht. Und ich fände es ganz nett, wenn es einfach so bleibt. Das wäre sehr appreciated. Denn Verluste sind immer ungeil. Auch wenn sich viele, also keine Ahnung, nicht viele, aber man merkt das manchmal so im Kommentarbereich, dass Leute wirklich darauf aus sind, dass Pokémon sterben. Irgendwo kann ich diesen Gedanken ja nachvollziehen, weil es darum geht halt, dass es dann spannender wird und so, aber ich erhoffe mir im Allgemeinen lieber dann spannende Kämpfe als wirklich direkte Verluste. Weil für mich ist es dann halt ein bisschen mehr als einfach nur so, ja, plopp, ist weg, go, nächstes Pokémon hinterher. Genau, da steckt halt noch ein bisschen Training hinter. Dann noch das Ganze rumwechseln und man gewöhnt sich an das Pokémon, man ist zufrieden mit dem Pokémon. Und dementsprechend ist es eigentlich immer ein bisschen schade, wenn halt ein Verlust da ist. Aber ich kann natürlich irgendwo diesen Spannungsfaktor oder diese, dieses Vergnügen an Spannung oder an meinem Leid. Gut, ihr könnt euch dran vergnügen, ihr könnt sagen, ja geil, ich hab ein Pokémon verloren, so ein Opfer. Für mich ist das purer Schmerz. Nee, ich mag meine Pokémon lieber lebendig, bin ich mal ganz ehrlich. So, du wirst einfach geflammenradet. Und diese Doppelkämpfe sind gar nicht mal so schwer, weil sie sich gerade so unterhalb dieser 40er-Grenze befinden. Es hätte auch ein Metagross sein können. Gut, ich glaube, Metagross hätten wir auch noch hinbekommen, aber Metagross wäre schon mal eine andere Geschichte gewesen als ein Metan. Von daher, ja, nochmal ein bisschen Glück, ja. Aber ich denke, wenn die Arena-Leiterin wird, nicht mal unbedingt alle Pokémon auf Level 40 haben, aber ich schätze schon so ein paar. Mindestens eins. War ja auch schon bei dem Norman so. Von daher, ja. Ist auf jeden Fall zu erwarten. Ich habe verloren. Mann, das ist aber schade. Jämmerlich. Und ich glaube, es bleibt nur noch tatsächlich ein Trainer übrig, oder? Gibt's da noch mal? I don't know. Wir kämpfen aber trotzdem noch gegen dich. Bevor wir zu Wiebke gehen. Wiebke auch eine sehr coole Arena-Leiterin. Generell, ich muss sagen, ich mag alle Arena-Leiter aus Höhen wirklich sehr. Und die sind auch alle sehr prägnant. Aber das ist allgemein bei den Arena-Leitern aus älteren Generationen so. Und ich finde, das geht so bis 1, von Generation 1 bis 5. Und 5 schwächelt schon so ein bisschen. Aber trotzdem noch prägnant. Aber in Generation 6 habe ich das irgendwie so gar nicht. Also die einzigen Arena-Leiter, die wirklich bei mir da stark hängen geblieben sind, sind Conny, also die dritte. Dann der Eis-Arena-Leiter. Und die erste Arena-Leiterin. Ich finde, die anderen sind ein bisschen irrelevant irgendwo. Also nicht irrelevant. Manche haben auch noch eine andere wichtige, ich bin dumm, wichtige Rolle, klar. Oder generell haben sie irgendwo eine wichtige Rolle. Und man begegnet denen und bla.
Aber ich finde viele Arena-Leute nicht mehr so prägnant wie die aus den älteren Generationen. Gut, danach ging es auch nicht mehr weiter mit Arena-Leute in Sonne und Mond. Aber so aus Generation 6 finde ich echt nicht, dass sie sehr im Kopf geblieben sind. Vor allem die Top 4. Keine Ahnung. Die finde ich super unspektakulär und ich weiß, dass da die eine von Team Flair ist und die anderen drei sind so super random und man sieht sie sonst nirgends und es gibt keine Story irgendwie. Das finde ich ein bisschen schade. War meiner Meinung nach bei den anderen nicht so, vor allem so in Generation 5. Weil die eine Katlea, wir kämpfen jetzt übrigens immer nur so ein bisschen gegen Wiebke, die halt schon in der vierten Generation vertreten war, indem sie da in der Kampfzone unterwegs gewesen ist. Dann gab es diesen einen Kampftypen, Namen habe ich vergessen, aber der ist halt schon vorher irgendwo in der Welt rumgelaufen. Dann noch der Unlichttyp, der dann später sogar in Sonne und Mond noch aufgetaucht ist. War auch irgendwie sehr prägnant. So, und bei der letzten, genau, die letzte ist die Geistleiterin. Ich kenne den Namen zwar gerade nicht und das ist super dumm, dass ich das dann so sage, dass sie prägnant sind, aber sie sind trotzdem im Kopf geblieben und es sind auch sehr coole Top 4, muss ich sagen. Ich mag die alle von ihrem Charakter her, von ihrem Design und, keine Ahnung, war in Gen 6 meiner Meinung nach nicht ganz so stark. Bei den anderen Generationen ist halt so, dass alle extrem prägnant sind. Generation 3, Generation 4, alle fest verankert in meinem Kopf, man kennt sie. Jetzt nicht unbedingt bei den Namen, aber ich bin sowieso schlecht mit den Namen. Aber im Allgemeinen, ja, sind die sehr eingespeichert bei mir. So, und ein Impergator, das schicken wir mal unseren Johto-Starter gegen raus. Sie hat 5 Pokémon, by the way. Ja, es sind ein paar viele. Und du bist auf Level 39. Oh, du bist auch noch nicht auf 40. Okay, wir packen mal Ingesamt drauf. Bevor hier irgendwelche Eiszahn-Shenanigans kommen. Und mir das zu viel Schaden macht. Mit Grimasse. Mit Grimasse mal vor dich hin. Wir bleiben einfach hier. Ich werde auch mal die Situation nutzen, um meinen Simsala hoch rein. Wer weiß, wann ich die Möglichkeit nochmal wann anders bekomme. Der Simsala ist halt immer wirklich gut. Und von daher, ja. Wo sind unsere Supertränke? Wenn ich die finden würde, dann könnte ich das auch sofort machen. Da. Zepday, einen netten Supertrank. Zeig mal, was ganz Schlitzer. Okay, das sollte nicht wirklich viel Schaden machen. Nee. Und wir heilen uns natürlich auch mal mit dem Megasamen. Also alles super. Und jetzt können wir auch mal angreifen. Er hat keinen Eiszahn. Oder sie hat keinen Eiszahn. Also die Leiterin. Aber das Impergator, das männliche Impergator, das hat keinen. Das ist super. Freut mich. Aber ich glaube, es hätte generell auch nicht so viel Schaden gemacht. Aber Megane ist halt einfach super bulky. Benutzt seinen Hypertrank, das bringt ja auch nichts. Freeze Well ist ich gewesen. Aber wer hat schon so viel Pech? Das sage ich jetzt und jetzt kommt doch noch der Eis an, ich werde eingefreeze. Oder eine andere Move und der kostet mir einfach gleich super viel. Ich sehe das ja jetzt schon. Karma. Karma is coming. Ach ja, so. Und Pegado auch besiegt. Noch ist alles cool. Und schön viele Erfahrungspunkte für den Laubbub. Auch sehr angenehm. Lichtschild. Möchte ich Lichtschild haben? Keine Ahnung, ich mag das Set halt so. Eigentlich ganz gerne. Giftpuder ist cool. Wegesamen sind cool. Body Slam, falls ich mal nicht mit Dingens angreifen möchte. Mit Naskind angreifen möchte. Mit dem Rasierblatt angreifen möchte. Das ist auch ganz cool. Oder lassen wir es mal. Die sind alle noch nicht auf Level 40. Okay, gut, aber ein Naskind hätte sich jetzt auch nicht irgendwie entwickeln können. Aber ich hätte gedacht, die sind hier schon auf dem 40er Bereich. Okay, okay. Ein bisschen überschätzt, der Gegner. Aber umso besser für mich. Erholung. Mach mal deine Erholung. Okay, sie benutzt zum Glück keinen Trank. Schlaf bitte weiter. Wäre sehr appreciated. Okay, gut. Ich meine, was heißt schlaf bitte weiter? Das schläft ja automatisch 2 Runden. Ich meinte eher, dass wir keine Paralyse bekommen. Weil das wäre ein bisschen lästig gewesen. So. Elektroball. Okay. Können wir einfach in Crusher gehen. Sollte eigentlich nichts gegen Crusher machen können. Explosionen oder so wird ja auch zum Glück abgefangen. Und wir kommen ganz gut klar. Eine Bodenattacke auf Crusher wäre auch noch ganz angenehm. Warum fliegst du hier, Elektroball? Warum fliegst du? Aber das ist schon auf 45, okay. Ultraschall macht halt auch nicht viel. Nee, eine Bodenattacke wäre sein. Und Rizoros wäre auch ziemlich cool. Hey, wie wär's denn mit Level 9? Okay.
Elektroball hat keinen Bock mehr. Das macht sogar einfach mehr Schaden als Ultraschall. Na gut, Ultraschall ist fixer Damage, aber trotzdem macht schon relativ soliden Schaden. Level 39. Wie wär's mit einer Entwicklung? Hm? Du und ich. Eine Entwicklung. Geowatz. Können wir wieder in den Laubbub gehen? Der Laubbub, der macht ja heute einfach alles. Sehr, sehr schön. Das sieht man doch gerne. Weil hier auch eine Explosion echt gefährlich ist. Hoffen wir aber mal nicht, dass das passiert. So, Walzer kannst du machen. Und wir treffen zum Glück mit dem Rasierblatt und kommen durch. Und ich denke mal, das sollte auch schon ausreichen bei einer vierfach Schwäche. War sogar noch ein Crit. Laubbub, ich bin stolz auf dich. Hast du gut gemacht. Es war eine sehr gute Entscheidung, Laubbub mit ins Team zu nehmen. Und damit haben wir den sechsten Orden sehr souverän errungen. Und dann geht's jetzt mit der schwierigeren Phase, sag ich mal, los. Denn, ja, jetzt werden sich wahrscheinlich alle so in diesem Levelbereich aufhalten. Schätze ich jetzt einfach mal. Der wunderschöne Federorden. Vielen Dank. Sehr lieb von dir. Sehr, sehr cool. Mit dem Federorden gehorchen die alle Pokémon bis Level 70. Nice. Und wir kriegen natürlich noch eine TM. Und wir können jetzt Fliegen benutzen. Das ist auch cool. Haben wir Fliegen überhaupt schon bekommen? Doch, bestimmt. Und ich habe es irgendwie gerade übersehen. Oder übersehen. Im Allgemeinen. Cool. Wir haben eine Telefonnummer. Ich schaue einfach mal nach. Fliegen müssen wir doch schon haben, oder? Habe ich schon einen Pokémon Fliegen beigebracht? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben gerade Trickbetrug bekommen. Kann das sein? Gut möglich. Aber wir haben auf jeden Fall auch schon Fliegen. Wir haben halt nur kein Pokémon, das Fliegen erlernen kann. Ist so die Sache, ne? Ah, das ist ein bisschen ärgerlich. Vielleicht switche ich da nochmal was rum. Weil so ein Fliegen-Pokémon mitzunehmen, ist eigentlich immer ganz angenehm. Wir werden angerufen. Piep, hi Paul, ich bin's. Ich wusste, dass du in der Arena von Baumhausen gewinnen würdest, deine Stärke. Vielleicht bist du wirklich der Trainer, den ich die ganze Zeit suche. Ich bin dein Fan. Vergiss das nicht. Ich werde dir zu jubeln. Mach weiter so. Dankeschön, Scott. Dankeschön. Ja, mein Fangirl oder so. Warte, ist hier nicht irgendwo Kraftreservenprüfer? Nein, ich tausche mein Volbeat nicht gegen dein Volbeat. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. In der rechten Hand. In der rechten Hand. In der rechten Hand. Oh. Rechts. Rechts. Links. Nice. Damit kriegen wir nämlich, glaube ich, wir kriegen hier Kraftreserve normalerweise, aber allgemein eine neue TM. Kannst du mir denn sagen? Ich dachte, hier kann irgendjemand einem sagen, welche Kraftreserve, welches Pokémon dann erlernen kann. Nein, ich möchte keine Schlafräder haben. Okay. Schauen wir einfach noch nach, welche Themen wir da gerade bekommen haben. Und das Schaufler. Okay. Können wir Rihon beibringen, aber ich denke, es wird auch bald mal Erdbeben oder so erlernen. Und Schaufler ist ja auch immer noch eine Two-Turn-Attacke. Ein bisschen nervig. Heben wir uns erstmal auf. Ich wollte noch nachgucken, wie es ausschaut mit Pokémon, die fliegen können. Wir haben auf jeden Fall Aerodactyl. Wir haben. Wie ist der Name? Trubius, genau. Und wir haben auch Xatu. Aber Xatu hat das, glaube ich, nicht mehr, oder würde es nicht mehr so gut in sein Set reinbekommen. Aerodactyl würde sich auf jeden Fall lohnen. Ich mag halt unser Team bis jetzt ist auch ziemlich gerne. Fehlt halt einfach nur irgendwas, was fliegt. Und ansonsten haben wir aber auch keine Möglichkeit. Wir hätten noch ein Knackleon, was wir zu Flygon entwickeln könnten. Da würde sich anbieten, Rhydon auszupacken. Beziehungsweise noch kein Rhydon. Aber ihr wisst schon, Rihon. Oder? Rhydon war die Entwicklung im Englischen. I don't know. Rihon. Lohnt sich, das dann rauszutun, weil wir nicht zwei Boden-Pokémon brauchen. Aber ich mag es so gerne und ich hoffe einfach, dass es sich auch demnächst entwickelt. Weil jetzt meine Pokémon eigentlich geheilt. Nein, habe ich natürlich nicht. Deswegen bin ich mir da unsicher. Aber ich werde mir da nochmal drüber Gedanken machen. Jedenfalls, Part ist ein bisschen kürzer. Ich weiß, ich weiß. Aber ich würde gerne erst, jetzt gerade, wo wir sind, im nächsten Part fortfahren. Und dementsprechend hoffe ich einfach, dieser Part hat euch gefallen. Bisschen kürzer als sonst. Aber trotzdem, ja. Würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr eine positive Wertung da lassen wollt. Sollt. Deutsch. Ich bin müde. Es tut mir leid. Es würde mich freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst. Wäre sehr appreciated. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Habt noch einen schönen Tag. Bis bald und tschüss.